Hallo, ich bin die Aurina Agathe Fohler, Heilerin, Seherin, multidimensionales Wesen. Heute geht es um das Thema HDAS, Ritalin. So, viele Eltern gehen zum Psychiater, weil sie sagen, ihr Kind hat sie nicht alle oder das Kind ist zu aktiv, hyperaktiv und ist ein Zappelphilipp. Kannst du dich an die Zeit erinnern, wo du in den Wald gegangen bist, draußen mit dem Fahrrad unterwegs war und keiner dich gefragt hat, wo du bist? Und du bist einfach nur rumgesprungen, hast gemacht, was du wolltest, hast geschrien und gebrüllt und keiner hat was gesagt. Könntest du vielleicht als Eltern mal raus aus deiner Angst gehen und dann mal wieder rein ins Vertrauen gehen und dann sagen, ja, du kannst ja leicht reden, du hast ja keine Kinder, ich habe doch die Verantwortung, was ist, wenn dem Kind was passiert? Ja, natürlich. Ich habe mit 20, 30 Kindern als Animateurin auf einmal gearbeitet und ja, das sind viele Kinder, aber was ich immer gemacht habe, wenn ich mit Kindern unterwegs bin, ich lasse sie brüllen, ich lasse sie lachen, ich lasse sie spielen und ich lasse sie springen. Warum? Jeder braucht Freiraum zur Entfaltung. Der Körper entwickelt sich. Der Körper wächst, ja, die Gliedmaßen, es ist Kinder, wenn die hinfallen, das ist nicht so schlimm, weil die Knochen dann noch weich sind. Die entwickeln sich erst später. Wusstest du das? Es ist wichtig, dass das Kind sich ausdrückt, kreativ ist und wie denn, wenn man rausgeht, wenn man brüllt, wenn man schreit, wenn man die Emotionen rauslässt. Das sind so wichtige Bestandteile. Bei Ritalin, das ist eine Tablette. Wird dein Kind oder wirst du stillgelegt, lahmgelegt? Du funktionierst wie ein Roboter. Ich habe mehrere Interviews angehört und mit Leuten gesprochen, wenn die Psychopharmaka genommen haben und Ritalin, ja, dann einmal unterdrückst du deine ganzen Emotionen, aber Emotionen sind Energien und die gehen in deinen Körper und das macht dich noch mehr krank. Es macht dich noch mehr depressiv und du unterdrückst ja das, was eigentlich, also stell dir mal vor, du hast eine Pflanze, die ist in der Erde und die will hochkommen und du drückst es immer wieder runter. Oder irgendwann will die Pflanze, geht die kaputt und verkümmert. Willst du, dass dein Kind kaputt geht und verkümmert? Nein, du willst nicht den Willen brechen, du willst dein Kind fördern, du willst, dass dein Kind glücklich ist, du willst, dass dein Kind kreativ und einzigartig ist. Und das Gleiche mit ADHS, gibst du deinem Kind Red Bull, gibst du deinem Kind zu viel Zucker, warum schneidest du nicht einen Apfel, eine Orange oder Früchte auf oder Bananen, legst es auf einen Teller und so, dass das Kind jederzeit hin kann, Nüsse und Rosinen. Von Anfang an gehst du mit deinem Kind, ist auch gut für dich, ja. Wenn dein Kind geboren ist, gehst du im Kinderwagen raus, gehst du mit deinen Kindern raus in die Natur. Solche Sachen sind wichtig, weil dann sind sie von Anfang an verbunden mit der Natur und dann ist es später umso einfacher, dass wenn was ist, dann gehen sie raus in die Natur, spielen, lachen, springen, singen. Das ist wichtig. Ich sag immer, die Kinder müssen spielen, lachen, singen, springen. Ganz wichtig ist, wenn du ein Kind hast und es sind Suchtthemen da, dann frag ich dich, wo hast du Süchte? Kinder sind immer ein Spiegel. Sucht ist immer, ich suche, ich bin auf der Suche und es ist die Herzöffnung, die Herzenergie. Und zwar bin ich lieber mehr tot als lebendig. Ich weiß, es ist ein heftiges Thema, aber das Thema hat dann nicht dein Kind, sondern ganz oft im Familiensystem, entweder du selbst als Eltern oder im Ahnensystem. Wo im Ahnensystem war mal Suizid oder ganz stark Depressionen? Das ist nicht vererbbar. Ja klar, die Energiestruktur ist vererblich, weil wenn ich das von meinen Eltern lerne, dass meine Eltern depressiv waren, ja, dann mache ich das Gleiche. Heißt aber nicht, dass meine wahre Natur depressiv ist, ja. Deswegen, ich sage immer, fangt an, auf eure Kinder zu hören. Seht eure Kinder mit dem Herzen. Mit dem Herzen sieht man gut. Der kleine Prinz, schaut euch das mal an. Und dann beobachtet eure Kinder, was zeigen die euch? Triggern die euch? Drücken die den roten Knopf? Und wenn ja, Heilung ist Veränderung. Seid ihr bereit für die Heilung? Seid ihr bereit für die Veränderung? Schau bei dir nach. Das sind ganz wichtige Punkte. In der Kinesiologie gibt es super geniale Übungen, wo man die rechte und die linke Gehirnhälfte wieder balanciert und ausgleicht. Wenn einfach ganz stark Stress da ist oder Hyperaktivität, kann man das über Kinesiologie ganz toll ausgleichen. Sport ist so wichtig.
Übungen sind so wichtig. Es muss nicht immer Yoga sein. Nicht jeder muss Yoga machen. Zwing dein Kind nicht dazu, Yoga zu machen. Es gibt so viele Sportarten, Gymnastik, Sport, Kampfsportarten, Schwimmen, Joggen, Gymnastik. Also es gibt so viel. Und ich finde, also ich bin jemand, ich mag eine Sache nicht ständig machen. Wir Sternensaaten, wir sind unglaublich vielfältig. Wir wollen viele Sachen machen. Ich habe dann Tauchen gemacht, dann habe ich Apnoe oder wie das heißt gemacht. Dann gehe ich joggen, dann gehe ich schwimmen, dann gehe ich radeln. Ich mache so viel, weil ich einfach die Abwechslung brauche und das tut mir einem Körper gut. Wenn dein Kind Schlafstörungen hat, was du machen kannst ist, und bevor es aus dem Haus rausgeht und du nicht im Urvertrauen bist und du wieder Urvertrauen fassen möchtest, ich habe ganz viele Meditationen auf meiner Webseite, Heilmeditationen, kraftvolle in meinem YouTube-Kanal Aurena Agathe Fohler, ganz, ganz, ganz viele. Und das sind super viele Übungen, wie du dann in die Herzenergie kommst. Und zum Beispiel, wenn dein Kind dann das rausgeht und das Haus verlässt, sei nicht in der Angst, sei voll Vertrauen. Segne dich, deine Worte, deine Gedanken und deine Taten und segne dein Kind in dem, was es tut, wie es handelt und wo es hingeht. Und sag, mein Kind ist sicher und beschützt. Ganz wichtig. Und wirst sehen, dein Kind geht raus in den Alltag und es passieren gute Dinge, weil du auch positiv eingestellt bist und deine Resonanz positiv ist. Das sind ganz, ganz wichtige Informationen. Sind Kleinigkeiten, machen ganz, ganz einen großen Unterschied. Thema Sexualität für Eltern. Ich werde mal auf die Themen mehr und mehr eingehen. Stell dir mal vor, du wirst dazu gezwungen, einen Mann zu heiraten, den du gar nicht liebst und hast dann mit dem Sex und bekommst dann ein Kind. Was denkst du, wie die Energie von dem Kind ist, auch wenn das Kind unglaublich eine hohe Schwingung hat? Es muss sich ja den Eltern irgendwie anpassen. Deswegen, wenn du einen Partner hast, such dir deinen Partner mit dem Herzen aus. Nicht, ob er viel Geld in der Tasche hat. Du kannst mit deinem Mann ganz viel Neues erschaffen. Und Geld kommt dann, wenn der Selbstwert und die Selbstliebe groß ist. Wenn du ein Kind auf die Welt bringst, nur damit du zu Hause bleiben kannst, dann frag dich doch mal bitte, sind das die richtigen Einstellungen und Intentionen? Bring ein Kind auf die Erde, wenn du bereit bist. Bring ein Kind auf die Erde, wenn du Zeit mit dir alleine verbringen kannst. Bring ein Kind auf die Erde, wenn du einen Partner hast, der mit dir gemeinsam das Kind in die Welt bringen will. Und ja, manche Familien, manche Kinder, manche Familien oder Eltern haben das Thema, sie können keine Kinder zeugen. Ganz oft ist dann das Thema, bist du Frau, bist du in deiner weiblichen Energie, ist der Mann in seiner männlichen Energie. Alles ist Energie. Und es gibt Möglichkeiten und Wege, wenn du selber wieder dich öffnest. Ja? Wenn du eine Mutter bist und ein Kind möchtest, bist du bereit, dich zu öffnen für ein Kind. Damit kommt ja auch Verantwortung. Oder brauchst du einfach noch ein bisschen Zeit mit dir selber? Oder gibt es die Option, möchtest du einfach ein Kind adoptieren? Was ist denn so schlimm daran, ein Kind zu adoptieren? Ich meine, wenn man es genau nimmt, ist alles mit allem verbunden. Das sind so Themen, die ich einfach in nächster Zeit mehr und mehr ansprechen werde, mehr und mehr Videos machen werde. Ja, erlaubst du deinem Kind, wenn Allergien da sind, trinkt dein Kind Red Bull oder Coca-Cola? Also hier in Mexiko trinken super viele Coca-Cola, wo ich mir denke, hey, das muss nicht sein, ist nicht der Hit. Allergien, dein Kind bringt dich dazu, dich gesünder zu ernähren. Ganz viele Veganer sind vegan geworden, weil die Kinder Allergien haben und ich finde es irgendwo gut. Also natürlich, eine Allergie ist nichts Schönes, aber die Eltern werden dazu gezwungen, die Dinge zu verändern. Und wie machen wir das? Indem wir aus dem Leid rausgehen, in die Veränderung, in die Heilung. Es passiert ganz schön viel auf der Erde, gell? Also wenn du Fragen hast zu bestimmten Themen, dann bitte stell mir hier Fragen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig mir das und dass du mehr Videos willst, wenn du es likest, also Daumen hoch. Und dann stell mir unten Fragen oder erzähl mir Geschichten, dann werde ich mehr drauf eingehen. Ganz liebe Grüße! Wenn du Sitzungen buchen willst, einfach auf meine Webseite gehen. Bis dann.